Ja, LANmedia Livestream hier aus Velden vom Tourismustag. Herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner von LANmedia und jetzt begrüße ich hier die Anita Arnetz. Aber Anita, am besten ist, du stellst dich selber vor, bist bekannt als Bloggerin, aber genauso als Autorin. Aber was machst du genau? Ja, ebenso wie du gesagt hast, ich bin schon recht vielfältig unterwegs. Die einen kennen mich in der Online-Welt als Anita auf Reisen, da betreibe ich einen eigenen Reiseblog, habe natürlich auch viel mit dem Thema Hotellerie und Gastronomie zu tun, berichte auch sehr viel über diesen Bereich im Tourismus. Auf der anderen Seite bin ich Reisejournalistin, stelle in Zeitungen, Magazinen spannende Destinationen, Neuigkeiten vor, Orte, die man kennen sollte und Dinge, die man erleben sollte. Und so diese dritte Säule ist, wie du es angesprochen hast, ich bin auch Buchautorin, dabei primär Reisebuchautorin. Das heißt, ich habe über verschiedenste Destinationen schon Reisebücher geschrieben, über Kärnten, über Venedig. Und gerade aktuell, das darf ich jetzt schon mal so verraten, ist noch nicht ganz offiziell, aber ich plaudere das einfach schon mal aus, arbeite ich zusammen mit der Maria Radinger an einem neuen Alpe-Adria-Knigge, der speziell für Kärnten interessant sein wird, für Slowenien und für Italien, Südtirol. Die Tourismusbranche ist ja genauso wie viele andere im Wandeln. Stichwort Digitalisierung. Welche drei Bereiche oder glaubst du, sollten die Hoteliers besonders beachten? Ja, wenn man jetzt speziell sagt, im Bereich Digitalisierung, glaube ich, da liegt doch ganz, ganz viel Potenzial brach. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man eben auch Social-Media-Kanäle nützt, Livestreamings. Es gibt ganz viele Dinge, die man selbst machen kann. Großes Thema ist sicher auch die Auffindbarkeit im Internet. Und da kann ein Betrieb schon von sich aus ganz, ganz viel machen und einfach viel, viel mehr Kanäle nützen wie bisher. Also, das würde ich auf alle Fälle empfehlen, sich jetzt nicht nur auf eine Webseite zu verlassen, weil die schönste und beste Webseite bringt einem nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Und vielleicht so der letzte große Tipp, der in der digitalisierten Welt immer wichtiger wird, ist, immer wieder mal die Kundenperspektive oder Gästeperspektive einzunehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gast im Internet nach meinem Hotel zum Beispiel sucht, welche Informationen möchte er finden? Und da sollte ich es meinem Gast so einfach wie möglich machen, mich zu finden und mich auch zu buchen. Eine Problematik ist, der Vermieter hat ja viele andere Sorgen im Kopf, vom Personal bis hin zu diversen anderen Vorschriften zu erfüllen. Und da bleibt ja meistens dann nicht mehr viel Zeit. Hast du eine Idee, ob man das auslagern kann oder glaubst du, soll man das trotzdem selber machen? Ja, also ich glaube, zum einen ist es immer eine individuelle Sache. Man kann es sicher keine Patentrezepte mit auf den Weg geben. Ich bin davon überzeugt, dass sich ein Unternehmer einfach mit gewissen Dingen im Bereich der Digitalisierung auch selbst auseinandersetzen muss, auch wenn er es auslagert. Ich muss mich einfach mit diesen Dingen beschäftigen. Ich muss mich dafür interessieren. Aber natürlich ist es auch möglich, gewisse Bereiche auszulagern. Und mein Tipp, ich bin ja auch selbst Unternehmerin, quasi eine One-Woman-Show sozusagen. Und da ist das Zeitthema natürlich ein riesiges Thema. Und da hilft nur eines, um wirklich effizient zu arbeiten, eine gute Planung und eine gute Strategie. Und auch wenn ich selber mache für diese Planung, für das Aufstellen, für die Strategie, kann ich mir immer Tipps von außen holen, auch Experten holen, die mir einfach helfen, diesen Ablauf auch im Internet zu optimieren. Trotzdem gibt es ab und zu eine gewisse Betriebsblindheit. Du bist ja sehr viel im Alpe-Adria-Raum unterwegs und auch darüber hinaus in vielen Ländern der Erde. Und manchmal erkennt man selber die Chancen vom eigenen Betrieb, von der eigenen Gegend nicht. Was glaubst du, wo hat Kärnten oder die einzelnen Regionen ihr Potenzial, die sie noch besser nutzen sollten? Also ich glaube, Kärnten hat ein sehr, sehr gutes Angebot. Wir könnten es vielleicht nur ein Stückchen lauter und besser vermarkten. Aber ich glaube, es gibt ausgezeichnete Betriebe, Top-Restaurants. Wir haben ganz tolle Naturerlebnisangebote und Produkte, wo man natürlich sich auch sich selbst als Unternehmer hergehen muss. Man muss sich einfach
ein paar Tage im Jahr rausnehmen aus dem Betrieb, mal rausfahren, mal sich andere Dinge anzuschauen oder eben auch solche Veranstaltungen nutzen, so wie hier eben den Tag der Hotellerie oder Tourismusmessen, einfach mal zu schauen, was gibt es noch und was könnte vielleicht auch für meinen Betrieb gut passen. Da werden wir gleich die Gelegenheit nutzen. Janita meint, die Hoteliers sollten selber mal Urlaub machen und das Gute liegt ja teilweise sehr nah, im Umkreis von 2-3 Stunden. Was wären für dich so 3 Destinationen, die man als Kärntner nutzen sollte, um mal abzuspannen und trotzdem vielleicht kulinarisch sich verwöhnen lassen sollte? Oh, das ist jetzt schwierig, weil wir sind ja natürlich in der glücklichen Lage, dass es da jetzt sehr, sehr viel gibt. Also ich denke mal, großes Thema, wenn man sagt, ich möchte einfach mal entspannen und abhängen, da ist sicher Slowenien ganz ein heißer Tipp, vor allem was so Erholungsangebote, Wellness etc. anbelangt. Da hat sich sehr viel getan in letzter Zeit, sind auch sehr, sehr offen für neue Formen, wie zum Beispiel Glamping-Angebote, die es in Kärnten noch relativ wenig gibt. Das wäre zum Beispiel mal eine ganz gute Möglichkeit. Natürlich, wir sind ja alle als Kärntner auch Italien-affin, also Friaul, also mal Abstecher ans Meer oder dann in die Friulanischen Berge, sollte auf alle Fälle natürlich auch mit drin sein. Aber was man auch nicht unterschätzen sollte, ist wirklich so das, was vor seiner eigenen Haustüre liegt. Und ich mache das auch immer wieder, zum Beispiel auch für meine eigenen Buchrecherchen, dass ich in meinem eigenen Ort, in meinem eigenen Zuhause mal rausgehe und schaue, okay, einfach die Umgebung mal selbst wieder so wie ein Gast entdecke. Und ich bin überzeugt davon, es gibt ganz, ganz viele Fleckchen, quasi auch vor der eigenen Haustüre. Da hat man einfach noch nicht mit einem bewussten Auge drauf geschaut oder die vielleicht auch besonders achtsam entdeckt und erlebt. Ich darf vielleicht schon was verraten. In der nächsten Ausgabe vom Magazin Meine Freizeit wird die Anita einen Schwerpunkt rund um Istrien und Highlights der Kwana berichten. Aber wenn man nicht bis dahin warten will, gibt es ja einen Blog von dir, wo man eigentlich quasi wöchentlich oder zumindest immer wieder nicht nur im Alpe-Adria-Raum oder in Kärnten interessante Stories findet. Genau. Also wer wissen möchte, wo ich mich gerade herumtreibe und welche Tipps ich mitgebracht habe, der sollte mal schauen auf www.anitaaufreisen.at. Ich nutze das jetzt einfach unverschämt als Eigenwerbung. Und da gibt es wirklich mehrmals in der Woche laufende Tipps. Schwerpunkt ist der Alpe-Adria-Raum, aber es gibt auch Inspirationen von außerhalb, weil man sollte offen sein und sich nicht verschließen. Zum Schluss noch zurück zur Digitalisierung. Es gibt auch einen Bereich des Inhouse-Marketings, hinter dir ist ein Monitor. Der Gast möchte ja auch, wenn er hier ist, informiert werden, wie ist das Wetter, was passiert im Hotel, welche Angebote gibt es, wie siehst du das aus deiner Seite? Also es ist ganz sicher eine gute Sache. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man seine Gäste in-house informieren kann. Und es geht hier vom klassischen, sagen wir, Frühstückszettel bis hin zur digitalen Hauszeitung. Und ich sehe da wirklich noch großes Potenzial, eben gerade auch für solche Lösungen. Und ist auch sicher spannend, vor allem auch für den Betrieb selbst, da einfach nochmal zusätzliche Tipps zu geben oder auf aktuelle Geschehnisse hinzuweisen. Also sollte man mehr nutzen. Allerletzte Frage an Anita. Wo gehen die nächsten 2 Reisen hin? Wo gehen die nächsten 2 Reisen hin? Ja, nach Kärnten, quasi vor die eigene Haustüre. Also die nächste Reise wird mich nach Bad Bleiberg führen. Und die nächsten größeren Reisen, die gehen dann nach Slowenien, Italien, in die USA, nach Chicago, Montenegro. Also steht noch viel am Programm. Also danke, Anita, für das Gespräch. Und wir werden auf alle Fälle wieder von einer deiner tollen Reisen berichten. Dankeschön.